Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Make-A-World. Die Sommerpause liegt endlich hinter uns und nun geht es weiter mit coolen DIY-Make-Up-Projekten, Workshops und natürlich Videos von uns. Seit unserer letzten Folge ist einiges passiert, aber auch in dieser Folge kümmern wir uns wieder viel um Wissenschaft, Gesundheit, Technologie und dergleichen. Lasst uns trotzdem gerne in den Kommentaren wissen, welche Bereiche wir eurer Meinung nach noch abdecken sollten und vielleicht nehmen wir die schon in den nächsten Episoden mit auf. Insbesondere in dieser Episode steht künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Aber wir befassen uns nicht nur mit ihr, sondern auch mit dem Bau des größten Bildschirms der Welt sowie stattfindenden und zukünftigen Events. Die künstliche Intelligenz, KI oder im Englischen auch AI durchdringt mittlerweile eigentlich fast alle Bereiche unseres Lebens und auch die Medizin profitiert schon von ihr. Das Startup Cordio hat sich ganz genau auf dieses Gebiet spezialisiert. Das israelische Unternehmen hat eine App entwickelt, das Patienten mit Herzkrankheiten und Herzleiden auch außerhalb von Krankenhäusern unterstützen kann. Mit Hilfe dieser App können beispielsweise Herzinsuffizienzen einfach über das Smartphone erkannt oder ausgeschlossen werden. Dies ermöglicht nicht nur eine schnelle medizinische Versorgung für Patientinnen bei Notfällen, sondern sorgt gleichzeitig auch dafür, dass Krankenhäuser entlastet werden können, weil man so diese Aufgaben auslagern kann zu den Patientinnen. Sollte sich dieser Ansatz als erfolgreich und praktikabel erweisen, plant Gründer und CEO Tamir Tal bereits die Anwendung auch auf andere Krankheiten auszuweiten. Gehen wir aber nun von der Gesundheit zur Kreativität. Und zwar hat eines der größten Softwareunternehmen, und zwar Adobe, angefangen, in diesem Jahr KI-Funktionen in ihre Beta-Programme mit einzuarbeiten. Eine besonders beeindruckende Umsetzung findet dabei in Photoshop statt. Nicht nur neurale Filter, mit denen ihr beispielsweise Lichtbedingungen oder Hautunreinheiten etc. anpassen könnt, sondern auch eine Text-zu-Bild-Füllgenerierung gibt es. Diese Techniken sind großartig und bieten viele neue Einsatzmöglichkeiten. Ihr wollt eine kleine Kostprobe? Klar doch. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Technik findet und ob ihr eventuell Interesse an einem zukünftigen Workshop oder Video dafür hättet. Aber nicht nur Adobe hat seine Programme weiterentwickelt, sondern auch ChatGPT. Die meisten von euch kennen das Tool wahrscheinlich, haben schon mal davon gehört oder benutzen es selbst in ihrem Alltag. Und jetzt ist das neueste Modell GPT-4 kommerziell verfügbar. Aber keine Sorge, solltet ihr weder das Interesse noch die Möglichkeiten haben, euch ChatGPT im Modell 4 zu holen, gibt es auch andere Möglichkeiten, wie ihr davon mittlerweile schon Gebrauch machen könnt. Der hauseigene Browser von Microsoft, sprich Edge, hat mittlerweile nämlich ChatGPT 4 schon in seiner Suche mit integriert bzw. in Bing integriert. Downloadet euch also einfach nur die hier stehende Edge-Version und ihr könnt schon anfangen, es zu benutzen. Für die unter euch, die sich fragen, ja okay, gut, ich habe normalen Zugang zu ChatGPT 3, 3.5, was ist denn der Unterschied zu 4? Hier sind mal so ein paar kleine Sachen, an denen gearbeitet wurde und wo sich ChatGPT 4 zu ChatGPT 3 oder 3.5 unterscheidet. Angefangen zum ersten bei den Trainingsdaten. Das Trainingsdatenset wurde um einiges erhöht, weswegen es jetzt nun noch mehr Daten innerhalb der Datenbank gibt, was bedeutet, dass wesentlich mehr Informationen rausgesucht werden können und Antworten damit verfeinert werden. Das hat natürlich auch zur Folge, dass der gesamte Speicherplatz für so ein Modell wesentlich größer geworden ist. Also für alle DeveloperInnen da draußen, behaltet das auf jeden Fall mit im Auge. Der große Speicher kam aber auch mit einer Cache-Vergrößerung im Modell dazu. Sprich, wenn jetzt Antworten generiert werden, können viel, viel mehr Sachen eingelagert werden. Um euch das einmal bildlich vorzustellen, denkt einfach, ihr habt eine Frage an ChatGPT und ChatGPT hat einen riesengroßen Katalog an Antworten, die es zur Verfügung hat, kann sich aber nur 5 Bücher davon raussuchen, die es dann anschließend für euch quasi zusammenfasst, rezitiert und euch dann wiedergibt als Antwort. Jetzt ist es möglich, aber teilweise 10 oder 15 Bücher zu nehmen, was bedeutet, dass man einen wesentlich größeren Scope hat, also sprich, man kann wesentlich mehr Daten erfassen und kann auch wesentlich präzisere oder manchmal auch einfacher, verständlichere Antworten geben. Die nächste Sache ist, dass ChatGPT 4 auch einfach wesentlich mehr Daten verarbeiten kann. Das liegt halt auch einfach daran, dass man die Parameter fast verdoppelt hat. Auch das sorgt dafür, dass die Antworten wesentlich besser werden und auch noch komplexere Probleme mit abgegriffen werden können. Das letzte und für mich persönlich aber entscheidendste Feature für ChatGPT 4 ist die Erkennung und Analyse von Bildern. Also sowohl in der Datenbank als auch in dem Chat als solches ist es jetzt möglich, auch Bilder mit einzuspeisen. Das hat den Vorteil, dass man nicht nur textuell basierende Daten nehmen kann, sondern auch optische Daten jetzt analysieren, interpretieren und auswerten kann, was großartig ist und viele neue Möglichkeiten eröffnet. So zumindest ChatGPT 4 über sich selber. Wir probieren das Ganze auf jeden Fall mal aus und werden das ein bisschen testen. Das letzte große Update im Thema KI beschäftigt sich mit der Firma Stability AI, die mit Stable Diffusion eines der größten generativen KI-Modelle besitzen. Das Startup verfeinerte seine Modelle trotz wachsender Konkurrenz und ethischer Herausforderungen kontinuierlich.
Letztens erst präsentierten sie den neuesten Milestone. Stable Diffusion XL 1.0, ein Text-to-Bild-Modell, das als bisher fortschrittlichste Version gilt. Mit lebendigeren Farben, verbesserten Kontrast und präziseren Lichtern setzt es neue Maßstäbe. Weiterhin ist es nun möglich, hochauflösende Bilder mit bis zu einem Megapixel in Sekundenschnelle generieren zu können. Und auch die Seitenverhältnisse sind nicht mehr limitiert. Wobei die vorherigen Modelle darauf konstruiert waren, großteilig immer nur in einem 1:1 Format Sachen zu berechnen, ist es nun möglich, auch 16:9, 4:3, was auch immer auszuwählen. Weiterhin wurde auch in der Textgenerierung und Lesbarkeit gearbeitet, sodass nun auch teilweise schon Texte mit in die Bilder einfließen können. Weiterhin unterstützt es natürlich alle altbekannten Features wie In-Painting, Out-Painting und Anfragen zur Bild-zu-Bild-Generierung, um noch mehr Details zu generieren. Und genau in dieser Bild-zu-Bild-Generierung liegt quasi der Schlüssel auch zu dieser neuen Version, zu diesem Meilenstein. Denn innerhalb dieses Modells wurde nun ein neues Layer hinzugefügt, was quasi dafür da ist, um sich einmal das Grundbild anzugucken und anschließend dieses Bild nochmal zu verfeinern. Und zwar wird dieses Layer auch Refiner Layer genannt. Das Unternehmen arbeitete aber nicht nur an den Features der Software an sich, sondern setzte sich auch dafür ein, Missbrauch zu vermeiden und gerade auch Künstlerinnen zu respektieren und Kunstwerke zu schützen. Die Einführung auf Amazon Bedrock unterstreicht weiterhin das Engagement und die innovative Lösung. Aber nicht nur KI und insbesondere Stable Diffusion bieten großartige Aussichten und atemberaubende Bilder. Nein, guckt euch mal diese Fotos an, die geschossen wurden von dem Mond, Mars und unserer Erde in Las Vegas. Dabei handelt es sich nicht um Fotomanipulation oder Digital Art, sondern um eine tatsächlich gebaute Kugel mitten in Las Vegas. Die Kugel ist mit über 14.864 Quadratmetern gleichzeitig der größte Bildschirm, den wir auf der Welt besitzen und beherbergt im Inneren eine große Bühne mit über 17.000 Sitzplätzen. Für mich persönlich ist dieses Projekt super interessant, weil gerade wenn man sich die Blueprints anguckt, erscheint das Ganze doch wie ein gigantisches Maker-Projekt. Die offizielle Einweihung findet im Dezember durch die Band U2 statt. Wer gerne mehr dazu erfahren möchte, kann gerne unten in der Beschreibung einmal nachgucken zu den gesamten Links, die haben wir natürlich alle für euch dort mit aufgehoben. Oder guckt sich das Video von Dami Lee und ihrem Team an, einer Architektin aus Kanada, die auch auf Sachen eingeht wie Carbon Footprint, Energieverbrauch und dergleichen. Super interessant. Kommen wir nun als nächstes zu den Ereignissen. Das jüngste große Ereignis war die Maker Faire in Hannover, die vom 19. bis zum 20. August stattfand. Auf über 7000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentierten mehr als 1000 Ausstellerinnen an über 210 Ständen ihre DIY-Ideen rund um 3D-Druck, Arduino, Cosplay, Modellbau, Programmierung, Smart Home und vielem, vielem mehr. Von Roboterwettkämpfen bis hin zu dem altbekannten R2D2-Treffen über eine Ping-Pong-LED-Wand war für alle was dabei gewesen. Wer mehr sehen möchte, kann auch hier natürlich unten in die Beschreibung auf die Links gehen. Und auch hier gilt, wer sich das Ganze gerne visuell angucken möchte und wissen möchte, wie so ein Vibe auf so einer Messe ist, kann sich auch gerne den Livestream, den wir mit verlinkt haben, von Skyline TV unten angucken. Für all diejenigen unter euch, die es nicht geschafft haben, an so einer Messe teilzunehmen, aber trotzdem Lust darauf haben, gucken wir uns jetzt noch die zukünftigen Events an. Angefangen bei der IFA, also die internationale Funkausstellung, welche vom 1. bis zum 5. September auf dem Messegelände Berlin stattfindet. Dort könnt ihr auf einer der größten Messen für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik die Technik von morgen schon selbst ausprobieren und das von Geräten aus aller Welt. Am 10. September startet die Maker Faire Schwedt an der Uckermarkischen Bühne in Schwedt. Und wer auch das nicht schaffen sollte, gar kein Problem, der hat nochmal eine Chance, am 23. September zum Maker Festival in Berlin zu kommen. Und zwar findet das an einem Samstag statt, von 12 bis 18 Uhr für Groß und Klein. Ort ist das Zeiss Großplanetarium Prenzlauer Allee 80 in Berlin. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt unserer heutigen Episode. Es ist so viel passiert in 2023. Wir würden deshalb gerne mal von euch wissen, was waren bis jetzt so eure Highlights gewesen? Ist egal, ob das ein DIY-Projekt war, ob das in einem Makerspace drin war oder ob das einfach nur irgendwelche News waren aus Technologie, Wissenschaft, Gesundheit oder dergleichen. Lasst uns das gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Weiterhin lässt sich nur sagen, wenn ihr Lust habt auf mehr coole Projekte, seid ihr hier auf unserem Kanal ganz genau richtig. Checkt gerne noch die anderen Videos einmal aus oder geht auf unsere Website unten auch alles mit verlinkt. Wer von euch Lust hat, vorbeizukommen, kommt gerne in Wildau vorbei. Jeden Mittwoch von 9 bis 19 Uhr sind wir wieder für euch da und ihr könnt unseren Makerspace mitbenutzen. Da bleibt mir als letztes nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für das Einschalten, wie immer. Ich hoffe, ihr konntet ein, zwei coole Sachen mitnehmen und ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Genießt noch das letzte bisschen Sommerwärme, was wir haben, bevor es wieder regnerisch und kühl wird. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.